Jetzt? Geht schon, oder? Passt schon. Da tun wir uns auch gar nicht ab. Wir sind ja da im Grunde, wir wissen ja, warum wir da sind. Das heißt, dass ich da gar nicht dazu viel sagen muss. Das machen dann die Fachmänner hinterher. Und ich möchte bloß sagen, dass ich ja, ich weiß ja nicht, ob mich manche Leute kennen oder nicht, das ist auch wurscht. Ich spiele ja ganz viele Konzerte in ganz Deutschland und so und Österreich und Schweiz. Und ich tue immer die Leute dazu auffordern, dass so zu atomfreiem Strom wechseln. Und das ist erstaunlich, wie viel Zustimmung, dass man da kriegt. Also, dass heute natürlich in so einem Rahmen die Zustimmung 100% sei, so ja, das ist eh klar. Aber dass auch bei einem Konzert, wo ja die Leute jetzt eher wegen der Unterhaltung hingingen, dass da sehr viel Zustimmung ist, das erstaunt mich immer wieder. Und darum finde ich, ist es schon langsam einmal Zeit, dass die nicht nur immer gescheit reden und jetzt seit Japan wieder gescheit reden, dass wir jetzt aussteigen, sondern dass die es endlich auch einmal machen. Und ich finde, wenn wir heute schon so viele Leute da sind, sollten wir uns einmal bemerkbar machen, dass uns die nicht nur sehen, sondern einmal richtig hören. Und darum darf ich sagen, wir blären jetzt einfach mal ganz, ganz laut. Ja, manche haben ja Trillerpfeifen dabei und das möchte ich jetzt zum Anfang, möchte ich das gleich haben, dass wir ganz laut alle miteinander die Fahnen schwenken und jubeln und schreien und kreischen. Und zwar jetzt! Schieß das! Wunderbar! So muss das sein, dass die auch merken, dass wir da sind. Und ich spiele euch bloß nicht zwei Lieder vor und dann kommen schon die ersten Redner und ich darf hinterher noch ein oder zwei Lieder spielen. Ist ja auch wurscht, packen wir's. Freund verlierst, weil du die Wahrheit sagst, ob du tanzen kannst, aber gar nicht tanzen magst, ob du deine Freiheit liebst, aber Liebe brauchst, ob du es auch bloß so wie alle anderen machst, bist du überall dabei oder rührst dich nicht vom Fleck, gehst du gerne mal in die Luft, aber du kommst nicht weg, siehst du mit deinem Herzen, denkst mit deiner Schoß, ich muss nichts wehren, ich bin schon was. Geht dein Leben überwiegend an deinem Arsch vorbei oder kriegst's grad in irgendein anderen Nei? Klingt das für dich vielleicht alles zu viel in Tour oder bleibst du gern in deiner Spur? Du kannst so da als Arzt den Sinn verstehen oder du kannst auf das Geschmerz vor die anderen gehen. Du hast etwas gefunden, aber gar nichts gesucht. Es ist wie es ist und mir ist's wurscht. Wieder mal den richtigen Moment versammst oder ob du das dann nur dein Leben lang anhören kannst, ob du jetzt demnächst noch mehr anschreiben lässt, ob du das ganz anders wie alle anderen machst. Willst du lieber zu zweit, willst du alleine sein? Ist dein Glas leer oder ist halber zu voll? Irgendwann einmal kommt halt jeder dran. Mir geht's nicht schlecht, ich tu bloß so. Umso wunderbar, wenn wieder wer was wissert, aber gar nichts sagt zu dir, ob du bloß selbst kaufen kannst, was auch selbst kostet oder ob du vom Haufen Kohle machen Schulden hast. Ich meine, es kann schon sein, dass von nix nix kommt und als der, der am allermeisten weiß, bloß spinnt so einfach, kann das Leben sein, jeder wui, ich bin so frei. Geister glaubst du da bloß am Papst? Ob du gescheit hingelangst oder lieber deine Finger davon lässt? Ob du jederzeit für jeden zur Verfügung stehst? Oder am allerliebsten so wie ich deine Ruhe haben möchtest? Du kannst da alles scheren, bis der Schier dein Schädel sprengt oder wartest dabei? Auf ein Happy End hast du Zeit lang oder wieder einmal grad keine Zeit? Das bisschen Leben jetzt ist soweit. Freund verlierst, weil du die Wahrheit sagst, ob du tanzen kannst, aber gar nicht tanzen magst, ob du deine Freiheit liebst, aber Liebe brauchst, ob du es auch bloß so wie alle anderen machst, bist du überall dabei oder rührst dich nicht vom Fleck, gehst du gerne mal in die Luft, aber du kommst nicht weg, siehst du mit deinem Herzen, denkst mit deiner Schoß, ich muss nichts wehren, ich bin schon was.
Dankeschön. Dankeschön. Ein Lied noch schnell, dann haben wir es schon. Dann kommen gleich die ersten wichtigen Informationen. Das meine ist ja nicht so wichtig. Aber trotzdem gut, ich finde es schön, dass da was passiert. Und ich finde es schön, ich war ja schon mal da, ein paar Leute von euch waren wahrscheinlich auch da. Das war, glaube ich, Anfang Oktober. Und das freut mich sehr, dass ihr so lange durchhaltet. Das freut mich sehr und ich hoffe, dass ihr nur so lange durchhaltet, bis das alles durch ist. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es notwendig ist, dass man so lange durchhalten muss. Und trotzdem ist wichtig, dass, wenn es schon notwendig ist, dass wir so lange durchhalten. Und ich komme auch gern wieder, wenn es sein muss, komme ich jetzt Monat mal, solange es mein Tourplan zulässt, bin ich immer wieder da und spiele da. Das ist ja nicht weit von München, eine Stunde mit dem Zug, das ist wunderbar. Freut mich sehr und hoffentlich macht ihr da weiter. Das ist gut. Spür euch nur ein Lied. Gratis übers Internet und Welt telefonieren. Wir können mit einem Haufen Kohle ganze Firmen ruinieren. Wir züchten Weintrauben ohne Kernel und Rosen ohne Dorn. Und aus einem ganzen kleinen Dorf, der bis ein Bahnmanager waren. Allweil freundlich grüßen, weil sich das halt auch so gehört. Und so gern wir uns haben, haben wir uns noch nicht nur vermehrt. Heute kann aus jedem Bandballsänger gleich ein Shootingstar werden. Man müsste sich bloß per Vertrag zum Volldepp mehr klären. Ich hab schon so viel gemacht und festgestellt, das ist einfach nicht meins. Und das, was überhaupt nicht braucht, das bringen's Mittag auf Sat.1. Wir haben eine Wahl zur Mitbestimmung, aber trotzdem nie eine Wahl. Wer uns für so viel Geld schlecht anliegt, ist uns nicht einmal egal. Wir werden in Zukunft nur mehr wissen, aber nimmer genug erfahren. Und wenn uns nichts mehr einfällt, bauen wir einfach nur eine Autobahn. Am besten in einer Region, wo es garantiert niemand's nicht braucht. Finanziert mit Steuergeldern bloß gescheit her, wenn man genug raucht. Wir können bei der Nacht nicht schlafen und beim Tag nicht nur erleben. Unsere Kinder können wir bloß nur in Vollzeitbetreuung geben. Wir können tagelang schlecht drauf sein, wenn die Bayern mal verlieren. Wir laufen wegen so viel Amok, aber Schwarz-Gelb darf nur regieren. Wir buchen Seitensprünge online oder wissen, wie das geht. Und wir sind bestens informiert, wo der nächste Blitzer steht. Wir haben durchaus eine eigene Meinung, trotzdem haben sie es uns erklärt. Ein paar Experten aus dem Fernsehen waren ihr noch Geld wert. Ich mach mir meine Lieder selber und ihr macht's euch die Leid. Ihr wollt's mein Leben so gern verändern, aber ich bin nicht bereit. Da bin ich furchtbar optimistisch, da bin ich nicht so blöd. Da warte ich einfach drauf, bis euch der Schnauf ausgeht. Machen gegen uns Gesetze und wir stimmen nur dafür. Sie bauen uns riesengroße Glasbürokomplexe vor die Tür. Und eine Ministerin hat festgestellt, das ist ungesund, wenn man raucht. Sag, wo ist denn so ein Triebtäter, wenn man mal einen braucht? Wir wollen mal allweil älter werden und ganz gesundheitsbewusst leben. Und deswegen kochen's modisch auf in jeder Sendung, die wir sehen. Aber so gesund kann's gar nicht sein, als dass nicht irgendwer was findet. Weil mit der Angst, die was uns machen, haben schon allweil gut verdient. Wir trauen wir eher nicht mehr über den Weg und uns nicht recht viel zu. Und jeden Sommer kämpft man wieder für eine Badestrandfigur. Und jeden Winter müssen wir wieder bis ins Frühjahr einfrieren. Und für die Schweinegrippe müssen wir nur einen Impfstoff finanzieren. Heute kann man alles untersuchen, sogar die schlechte Luft. Und dass die besser wird dafür, haben sie jetzt ein Klopapier mit Duft. Wir haben für alles so viel Verständnis und vor gar nichts mehr Respekt. Und sogar das Fernsehen kommt jetzt drauf, in Bayern redet man Dialekt.
Jetzt sollen für jeden Krampf Gebühren, sogar für die EU. Offene Grenzen wollen sie aber streiten innerhalb der CSU. Ganze Fußballfederland verschwinden täglich unter Teer. Aber mit Power-Yoga stellen wir unser Gleichgewicht wieder her. Wir kommen mit uns selbst nicht klar und reden von Integration. Wir lassen uns von Fast Food auf, planen wir einen Ballon. Aber für Übergewicht kannst du nachzahlen und gegen Untergewicht was kriegen. Und in der Mitte drin, da musst du halt einfach beides mal probieren. Ich mach mir meine Lieder selber und ihr macht's euch die Leid. Ihr wollt's mein Leben so gern verändern, aber ich bin nicht bereit. Da bin ich furchtbar optimistisch, da bin ich nicht so blöd. Da wart ich einfach drauf, bis euch der Schnaufer ausgeht. Da wart ich einfach drauf, bis euch der Schnaufer ausgeht. Da wart ich einfach drauf, bis euch der Schnaufer ausgeht. Dankeschön dabei. Jetzt geht's mit irgendwem weiter, ich weiß jetzt nicht. Aber mich wundert ja, da reden sie jetzt alle, mich wundert ja bloß eins, dass diese komische schwarz-gelbe Regierung, jetzt wo sie es doch scheinbar eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass die nicht einfach zurücktreten. Das wundert mich ein bisschen, weil die eigentlich... Weil die uns doch vor einem halben Jahr haben uns die doch nur erzählt, dass das Ding da vorne so sicher ist, dass man das doch ruhig nur eine Zeit lang laufen lassen kann. Und jetzt sind sie auf einmal alle für den Ausstieg, was ja grundsätzlich gut ist, aber dann sollen die gleich mit aussteigen. Ja, das war mir recht. Und was mich auch noch wundert, muss ich nur kurz sagen, was mich auch noch wundert, ist, dass die Stadtwerke München auf ihrer Stromrechnung draufschreiben dürfen, 0% Atomstrom, sind aber selber da an ISA 2 mit 25% beteiligt. Das wundert mich. Und wenn solange sowas sein darf, brauchen wir uns nicht einbeuten, dass uns die Schwarz-Gelben da nicht ein bisschen olien. Ah ja. Spoiliert ist was Scheiße schreien. Es ist schon allweil also gewesen und es wird allweil also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mir denn noch freien? Das ist schon allweil also gewesen, was soll mir denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Millionen müssen hungern, Milliarden kostet der Papst. Kein Mensch will sich mehr kümmern, so viel Geld flackt auf der Straße. Die Leute werden allweil fetter, die Gesellschaft macht uns blöd. Die Rechten marschieren weiter, solange bis wer versteht. Die einen laufen vor allem davon, andere tun keinen Schritt. Scheißegal, was man falsch machen kann, die Falschen machen mit. Geld regiert die Welt, das Herz bleibt auf der Strecke. Ein Unheil kann so schön sein, wie man selber nicht erlebt. Das ist schon allweil also gewesen und es wird allweil also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mir denn noch freien? Das ist schon allweil also gewesen, was soll mir denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Sie erzählen uns was von Zukunft, sie vertrauen auf unsere Angst. Sie leben recht gut von unserer Faulheit, sie haben unser Hirn verwandt. Sie traut sich alles um Macht und Reichtum, nicht um Freiheit und Respekt. Und ganz eventuell tut sie einer leid, wenn unser eins fragt. Mach brav deinen Mund und deine Augen zu und pass auf, was sie dir sagen. Sie wissen haargenau, wo es lang geht. Jetzt ja auf so blöd zum Fragen, da musst du schon drauf wohnen. Das ist doch bloß ein Leben und wenn's dir nichts mehr nehmen können, musst halt nur was geben. Das ist schon allweil also gewesen und es wird allweil also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll ich mir denn noch freien? Das ist schon allweil also gewesen, was soll ich mir denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Terrorist
Tourismus aller Orten. Die Welt spielt verrückt. Der Beckstein hat's behauptet. Die Bildzeitung hat's druckt. Die Leute haben's alle geglaubt und schon ist wieder so weit. Angst, Gewalt und Hass sind mehrer wert für Menschlichkeit. Ja, so kann man allweil weiter tun. Und es wär keinen interessieren, weil es regieren uns doch seit Ewigkeiten Menschen ohne Hirn. Blödheit siegt und fickt gut, wer weiß, was das beweist. Ich pfeif mir nur einen Döner rein und hoff, dass mir bald reißt. Das ist schon allweil, also gewinn und es wird allweil, also bleim. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mit den noch freien? Das ist schon allweil, also gewinn. Was soll mit den noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Kann Scheiße schreien. Dankeschön. Danke.